Straßenbahnsystem, das wir gebaut haben, in der nächsten Stadt. Linien stehen, Straßenlinien, Zug fährt ab. Bin leider für die YouTube-Aufzeichnung zuschauen ein bisschen zu spät reingegangen, aber ihr habt nur den Bau verpasst, nicht das Fahren selber. Das ist die erste Tram, die hier unterwegs ist. Kann mal passieren nach knapp 10 Stunden Stream, dass ich mal ganz kurz zwischendurch vergesse, auf die Aufzeichnungstaste zu drücken. Asche auf mein kahles Haupt. Wir kaufen gleich den nächsten. Wir gehen bei Fahrzeugverwalten rein und sagen, einmal klonen bitte. Fahren nochmal mit hier. 4 Leute mittlerweile drin, das klappt ja ganz gut. Marcel hat eben eine Abstimmung durchgeführt, ob ich angeblich zu viele Leute wohnungslos machen würde. Ich habe ein paar Dinge abgerissen. Marcel, was ist was ist das Ergebnis deiner Abstimmung? Ja, ich bin ein bisschen entsetzt, weil die meisten Zuschauer sagen, ja, ein bisschen Schwund ist halt normal. Ne? Das heißt, die Zuschauer sind moralisch auf einem fragwürdigen Niveau. Würde ich mal so sagen. Wo soll das enden? Ich dachte, ich hätte charakterlich einen guten Einfluss auf euch, dem ist aber anscheinend nicht so. Ist euch lieber, dass wir so mitfahren, oder ist euch lieber, dass wir so mitfahren? Also in der Perspektive, wo das Fahrzeug drauf ist, oder in der Perspektive, wo wir komplett in der Ego-Perspektive sind? Was ist euch lieber? Oh, schöne große Gebäude. Schaut mal, das dicke Hotel hier. Die Pferde, die beinahe geschlachtet wurden, weil eine Tram durch sie durchgerollt ist. Von oben findet der eine hübscher Schnudelhuber Gaussian. Gaussland schreibt, lieber mitfahren. Berserker schreibt, die Perspektive, in der man die Obdachlosen nicht sieht. Der Chat schreit schon wieder nach einer Abstimmung. Macht das mal per Abstimmung. Schon geschehen. Option 1, Ego-Ansicht. Option 2 von oben. Und drittens, beides okay. Wir rollen noch mal ein Stückchen mit. Jetzt haben wir drei Trams auf der Strecke. Dann fehlt nur Tokio. In Tokio haben wir das mit den Trams noch nicht gemacht. Ob Bullenkarma verfällt, fragt Le Command. Also diese Währung, die wir hier quasi haben. Die Kanalpunkte. Verfällt die? Von einem Stream zum nächsten. Marcel, weißt du das? Also normal verbleibt die erhalten. Du könntest die aber über den ganzen Kanal auch zurücksetzen. Ich wechsle auch mal öfters. Von der einen Perspektive in die anderen. Was ist denn das Ergebnis im Augenblick? Das ist sehr ausgeglichen. Also wirklich Drittel, Drittel, Drittel. Da tut sich nicht viel. Ich finde auch beide gleich hübsch. Insofern kann ich das gut nachempfinden. Schaut mal, da kommt jetzt eine entgegen. Die sind ziemlich voll, schaut mal. Die Strecke läuft richtig gut, die funktioniert bestens. Die haben wir gut gemacht. Da kann man echt nicht meckern, die läuft perfekt. Die läuft richtig gut. Wo sind die anderen Bahnen? Sollen wir die nächsten Tram nochmal einsetzen? Da kommt eine an. Also eine könnten wir noch einsetzen, finde ich. Also das ist eine gute Strecke. Da haben wir alles richtig gemacht, kann man nicht sagen. Nicht anders sagen. Kardinal Stratziger meinte, er hätte 12.000 Bullenkarma mittlerweile. Fragt sich, was er damit machen soll. Karma sammeln. Dann kommst du halt länger in den Bullenhimmel. Nach deinem spielerischen Ableben. Rappelvoll. Schaut mal, alle 11 Plätze sind gefüllt, eine andere Tram kommt uns entgegen.
Die Linie brummt. Kiberfox hat 15.960, Knurli 9.000, Sir Orland 10.000, Tante Mimi hat 39.340, nehmen ernst. Ernsthaft? Wirklich? 39.340? Man kann das sein, dass du so die treueste Zuschauerin ever bist. Haha. Lokoman schreibt, ich sammle, setze mich dann zur Ruhe und mache einen auf Sitting Bull, auf meinen Namensvetter. Wie das Nedi schreibt, 33.440. Xiv Berserker, 42.420. Ich habe das Gefühl, einige von euch sind Stammzuschauer, kann das sein? Rappelvoll die Bahnen. Mal, kann das sein, dass wir noch mehr Bahnen brauchen? Die wollen alle zu den Überlandbahnhöfen, deshalb fahren die mit. Hier, die laufen alle rüber zum Bahnhof. Krass, dass das so gut funktioniert. Hier, der will zu der Linie Wengfang, der Herr Wengfang, der rumläuft, der will zum Bahnhof. Das klappt total gut, das Konzept. Knurli ist erst seit 3 bis 4 Wochen hier dabei. Ach, echt? 20.000 Punkte hat Mike. So, also das funktioniert. Die einzige Frage ist, noch einen Tram oder nicht? Hier, schaut mal, das kann man ja an den Männchen erkennen. Hier ist zum Beispiel eine total überfüllt. Ich glaube, wir bauen noch eine. Wo sind die Trams denn alle? Das ist eine. Hier oben ist auch eine. Nee, das sind die Haltestellen. Wir können noch eine einsetzen. Oh, schaut mal, wir haben eine Errungenschaft verdient, Transportlöwe. Erreiche einen Kontostand von 100 Millionen ohne Schulden. Haben wir geschafft. Ich kaufe noch eins. Also wenn wir schon gelobt werden, dass wir keine Schulden machen, dann hauen wir alles raus. Achso, was habe ich gerade gemacht? Ich habe noch gar nicht geklont, ne? Wir hatten schon 4. Peinlich, was mache ich denn hier? Schnell, wollen wir das hier auch noch schnell klonen? Jetzt habe ich es richtig gemacht. Auf jeden Fall fluppt und wuppt das, alles bestens. Also wenn das so gut läuft, dann machen wir gleich das letzte noch, das ist Tokio. Und dann haben wir alle gut versorgt. Sollen wir uns das auch mal anschauen? Wir haben in Tokio sogar schon einen Trambahnhof, schaut mal. Hier steht er. Tokio Trambahnhof. Und hier stehen sogar schon Leute und warten darauf, obwohl sie keine Linie haben, irgendwohin mitgenommen zu werden. Wir haben sogar ein Depot schon gebaut, das haben wir Ende des letzten Streams gemacht. Ach, wir haben diese Mini-Linie hier errichtet. Wir hatten eine Mini-Linie gebaut, die vom Hafen hochführt zum Bahnhof. Die hatten wir errichtet. Aber die wird da sicher kaum genutzt, oder? Da geht mehr. Ich speichere einmal ab, dann machen wir noch etwa eine coolere Linie noch. Genau, das war Ende des letzten Streams. Hatten wir hier nur eine Linie gemacht, die hier vom Trambahnhof Bahnhof aus runterführte, bis zu dem Hafen. Von Tokio aus führen ja Dampfer rauf nach Sapporo. Wir haben sonst hier aber nichts angeschlossen. Lass uns mal überlegen, was wir machen könnten. Wir könnten eine Bahn hier durchführen lassen. So eine Runde drehen. Hier lang. Ein Kreisverkehr, so. Einfach eine Runde in zwei Richtungen. Dann lösen wir die Strecke vorher auf, weil die ist ja schon fast am Bahnhof, fast am Hafen. Obwohl, die kann man auch anfahren. Man kann den Kreisverkehr hier runterführen und dann hier wieder hoch. Das geht. Sollen wir das machen? Hier... So einen Kreis, schaut mal bitte, so, hier hin, hier hoch zum Bahnhof. In zwei Richtungen, mit und gegen den Uhrzeigersinn, machen wir, ne? Wie unser Schiff läuft, weiß ich nicht, Tante Mimi, müssen wir gucken gehen. Ich glaube, so machen wir das, weil dann haben wir alles verbunden, grün, blau und gelb im Kreis. Der fährt nicht direkt durch die Innenstadt.
Wir könnten noch eine Kleinstlinie machen. Oder wir machen das wie in anderen Städten auch schon, mit als Stern. Dass wir hier in der Mitte, hier ist ja das Stadtzentrum quasi, den Stern haben. Dass wir eine Linie so machen zum Beispiel. Und eine machen wir so. Das geht auch. Aber die Stadt ist so ein Klumpen. Da kann man alles und nichts begründen. Wir machen das in zwei Richtungen. Wir machen einfach einen Kreis. Das heißt, wir gehen nochmal rein in die Gebäude, das geht auch ganz fix, in die Haltestellen und setzen welche hier hin. Hier geht's los, hier oben lang. Einmal hier. Hier hin. Lass uns ruhig unten lang fahren. Zu den Arbeitsplätzen. Jetzt sind wir schon fast am Hafen. Hier ist der Hafen. Den Wegpunkt machen wir hier weg. Wir lösen die alte Linie auf. Einen hier oben hin. In diese Richtung. Und dann geht es hier hoch. Und dann sind wir gleich oben am Ziel schon. Und hier stehen die auch schon. Alles klar. Jetzt die Gegenrichtung. Dann kommen die von unten runter. Es geht so herum. Hier steht schon einer auf der Seite. Ja, hier müssen wir noch einen hin. Der steht auch schon da. Ja, hier steht auch schon einer. Klappt. Hier geht's hoch. Hier geht's lang. Hier kommt noch einer hin. Dann geht es hier hoch. Dann geht es nach links. Hier lang. Einer kommt bitte schon hier hin. Hier geht's hin. Dort geht's hin und dann sind wir schon am Ziel angelangt. Prima. So machen wir das. Dann lösen wir die alte Linie auf, legen erstmal, das ist die Linie, wie heißt die? Die hellgrüne hier. Da gibt es sicher irgendwo auch ein Fahrzeug. Wo ist das denn? Die lenken wir um. Die lassen wir einmal durchfahren bis hier vorne. Ja, hier stehen schon zu viele Leute. Wir lassen die einmal durchfahren. Wir lassen die einmal sich entladen. Wir. Und jetzt lösen wir diese Linie hier auf. Oder wir sagen, Linien verwalten, die benutzen wir als neue Linie, die in Mitte im Uhrzeigersinn hier durchführt. Das heißt, wir gehen in Linie verwalten, Trambahnhof, Wei Fu Ying Street, Soljanka Street, Boundary stimmt auch, aber hier nach der Boundary
jetzt erstmal weiter mit Haltestelle hinzufügen nach. Na? Hierhin. Dann geht es. Die Warnhinweise sind egal. Das ist nur, weil im Augenblick keine Tramlinie zu sehen ist. Keine Tramgleise. Das machen wir nachher. Hierhin. Dorthin. Dahin. Hierhin. Und dann geht es. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Und von hier aus geht's dann hierhin. Und das ist dann die Haltestelle Tokyo City A. So. Und die packe ich immer nach unten mit der Nummer. Sonst kommen wir durcheinander. Das mache ich mal 32. Da ist sie. Und jetzt müssen wir noch die Straßen, die Tramgleise machen. Das ist das Tram-Modifizierungstool und müssen Folgendes machen. Hier geht's lang. Da. Hier. So, damit müssten wir eigentlich alles haben. Einmal rundum. Wo ist das Depot? Das war hier oben. Jetzt klappt's. Das heißt, jetzt müsste die Bahn, die hier fährt, eigentlich müsste mit der alles korrekt sein. Wir lassen die mal fahren und gucken mal, was passiert. Die erste Haltestelle habe ich doppelt, echt? Ein Kalle Camping. Ja, ja, wir haben die doppelt, du hast recht. Das ist von der alten Strecke. Danke für den Hinweis, Kalle. Übrigens, als Kind war eines meiner liebsten Bücher, die ich als gelesen habe, war die Kalle Blomqvist-Reihe von Astrid Lindgren. Kennt ihr einer von euch? Vielleicht die etwas älteren Zeitgenossen? Ich fand den Namen Kalle Blomqvist immer so super cool. Das war so ein bebrillter, super schlauer Detektiv. Nicht so der Allerstärkste, aber der Allerklügste. Frag mich bitte nicht, wieso ich mich mit dem identifiziert habe. Keine Ahnung. Ich war damals eher der tumme Muskelprotz in der Klasse, habe mich mit allen geschlagen. Saß immer in der hintersten Reihe, habe gelegentlich reingebrüllt und habe immer jede zweite Klasse übersprungen. Keine Ahnung, warum ich mich ausgerechnet mit Kalle identifiziert hatte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Rein in die Linie und wir packen bei Linie verwalten das Ding hier weg. Und dann haben wir alles richtig. Fahren weiter. Hafenmeister heißt noch die Tram. Das ist ja witzig. Und wir machen jetzt noch die Linie in die Gegenrichtung. Das geht ja fix. Das heißt Linienverwaltung. Neue Linie. Hier geht's los. ...33 Tokyo City B. Linie hinzufügen, Gegenrichtung, hier, wo denn, haben wir da keine, doch, hier ist sie, dann geht's hier weiter, da soll noch was falsch sein, eine Haltestelle bei der anderen Linie, echt? Wisst ihr das denn noch etwas genauer, welche das wäre? Was da der Fehler wäre? Dann gucke ich mir das gerne an. Hier sind wir gleich raufgerollt und das war's. 9 Haltestellen. Alles klar. Schauen wir uns die an. Wie viele Haltestellen sind es hier? Auch 9. Dann sollte eigentlich alles stimmen. 9 Haltestellen sollte passen. Wir sehen auch hier
Also nochmal 1, 2, 3, 4. Also ich wüsste nicht, wo jetzt was falsch sein sollte. Die Linie sollte nur in eine Richtung führen, die grüne, die hellgrüne. Und hier dreht sich's. Hier stimmt, da stimmt was nicht. Vielleicht sind die Haltestellen vertauscht. Soll ja... Ah, wisst ihr, was sein könnte? Dass das die alten... Hier stimmt was. Wir nehmen die hier mal raus. Und nach der Weifung Street, hier oben. Wir machen mal die alten Haltestellen raus und geben die nochmal neu rein. Du hast aber Augen wie ein Luchs, mein Lieber. Diese Haltestelle hier. Kann sein, dass wir die auf der, von der anderen Seite noch hatten. Und dann hier hin. Dann geht's runter zur Boundary. Soljanka, Haltestelle hinzufügen, Boundary. Dann geht es hoch nach Peshwar. Jetzt sollte eigentlich alles stimmen. Na? Jetzt war alles okay. Kalle, danke. Jetzt, ich glaube, jetzt ist alles richtig. Und jetzt holen wir uns noch eine Tram dafür. Und fahren einmal los. Und das ist die Tram A, der Hafenmeister. Und hier kommt die Tram B in der Gegenrichtung raus. Die 8 ist auf der falschen Seite, mein Knurli. Bei der ersten Linie oder bei der zweiten? Nö, die ist richtig. Oder meinst du die andere Linie? Die hellgrün, ich bin bei der hellgrünen. Das ist die Haltestelle hier. Also ich kann ja auf Nummer sicher gehen, die entfernen und bei der Silver Street, nach der Silver Street, die nochmal einfügen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das falsch gewesen wäre. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich mich irre, nicht du. Lass mal weiterlaufen. Kalle, wenn du auf die blauen Haltestellen-Symbole klickst, um die Linie zu setzen, gibt es auch diese Probleme nicht. Ach, du meinst die? Ach, du meinst nicht auf... Ah, alles klar. Wie langweilig. Ich mache die ganze Zeit super sportlich, zoome ganz dicht ran und versuche exakt diese Haltestationen, diese Gebäude zu treffen. Und ihr meint einfach nur draußen bleiben und auf die Symbole draufklicken. Aber die Symbole, da sieht man doch nicht, auf welcher Seite das sind. Die sind doch auf beider Seiten. Und aber ihr meint, das wird dann automatisch richtig gewählt. Klappt das denn immer? Eine Tram, zwei Trams für jede Linie oder drei? Zwei Trams, ne? Zwei oder drei Trams für jede Seite. Zwei pro Linie, schreiben Berserker und Orlan. Genau, wenn ich beide Haltestellen gegenübersetze, verschmelzen diese. Brigitta Maria meinte auch zwei. Seid euch ganz sicher, dass immer die richtige Seite ausgewählt wird? Das klingt so optimistisch. Ja, Botschaft ist angekommen. Ich habe mich... Alles klar. Zwei Trams pro Linie. Botschaft ist angekommen. Wir stoppen mal, gehen hier oben rein und kaufen zwei weitere. Wir fahren mal hier in den Hafen mit rein, ja? Mal schauen, wie es am Hafen aussieht. Durch die Reihenfolge erkennt das Programm die Richtung. Richtig, ist Kalle sehr optimistisch. Dein Wort in Gottes Ohr. Wir können das gerne mal ausprobieren. Das ist für mich viel weniger Arbeit, klar. Weil ich mich immer vorbeugen muss. Hier knistert kein Schokoladenpapier. Das ist im Hintergrund irgend so ein Industriegebäude, was diese Geräusche macht. Das war keine Schokolade, die ich mir im Mund getan habe. Das war ein Medikament mit Schokolade drin. Ich hatte den Mund auch nur voll, weil... Aus irgendeinem Grund.
Die sind relativ voll. Wir haben wieder über 100 Millionen. Marcel, hattest du kürzlich irgendeine Abstimmung durchgeführt und mit welchem Ergebnis? Nein, der Mutter Panischer hatte eben eine gestartet. Das war ich. Ich wollte wissen, welcher Stream das Wochenhighlight darstellt. Mit 56% hat der lange Sonntag gewonnen. Und was waren die Alternativen? Die Alternativen waren Planet Zoo, Anno 1800 und Imagine Earth. Gentleman Blue hat es erkannt. Es war gerade keine echte Schokolade, es war nur virtuelle. Genau, wer wenn ich mit Papier, mit Pseudopapier und Pseudostift interpretiere. Ist der Hafen angeschlossen? Ja, indirekt. Der Hafen ist angeschlossen durch eine Tram. Ach so! Ob der Hafen direkt an der Tramstation an. Ach so, meinst du das? Gute Frage. Na, was heißt direkt angeschlossen? Also das sieht doch, er ist weiß. Das sind die beiden Haltestellen hier. Und die decken das mit ab. Reicht das oder reicht das nicht? Um den Hafen anzuschließen. Ich glaube ja. Ich glaube, das reicht. Was ich eben noch gemacht habe, wir hatten noch eine alte Pferdestraßenbahn. Die habe ich ausgetauscht gegen eine mit Brummrum. Mit stinkenden Motoren. Immer noch 324 Zuschauer. Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr noch fit seid, ob wir noch weiter streamen wollen. Wenn ich solche Zahlen sehe im Chat, seid ihr entweder tatsächlich noch willens, weiter zu streamen mit mir, oder ihr seid alle schon völlig erledigt und seid einfach hier eingeschlafen, hört mich auch gerade gar nicht mehr, seid mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt, wacht morgen früh auf. Im Chat sind vielleicht noch irgendwelche Chatbots von euch unterwegs. Morgen früh wacht ihr auf, stellt fest, oh, WB hat bis 6 Uhr morgens gestreamt, weil er immer wieder gefragt hat, seid ihr noch wach? Ich habe nicht mitbekommen zu posten, nein, ich schlafe schon. Was für eine Frage, Trash Blob. Ich hab's versucht. Das Böse schläft nie, ist Xyph Berserker ein kleines bisschen selbstkritisch. Leute, das läuft. Das läuft so gut, jetzt mal ganz ernsthaft, dass wir uns, also falls ihr wirklich frisch seid, könnten wir uns überlegen, noch ein dickes Projekt zu machen. Falls ihr durchhaltet. Also ich weiß nicht, kommt drauf an. Wenn ihr jetzt alle sagt, WB macht das und ihr seid in der Viertelstunde weg, also dann nicht. Dann ist das einzige dicke Projekt der Streamer vor dem Mikrofon. Also ich hatte mal mehr an ein anderes gedacht. Also irgendwie so ein Verkehrsprojekt hier. Ja, Moja ist gerade erst dazugekommen. Kalle sagt, bis Mitternacht bleiben. Setz mich nicht unter Zeitdruck. Du bist noch frisch und saftig, meint Naisu. Das war ich auch mal vor 40 Jahren. Also es klingt so, als hättet ihr Lust drauf. Zumindest die noch in der Lage sind, im Chat was zu posten. Sollen wir mal gucken, ob wir ein dickes Projekt finden? Passagierstrecke von Shanghai nach Shenzhen. Wir gehen mal schauen. Sir Orlan hat einen Wunsch. Wir gehen mal schauen. Wir stoppen mal und machen das, was wir... Schaut mal hier, neues Fahrzeug verfügbar. Dux. Oh, das sieht aus wie ein richtig... Entweder ist es ein Bus, der erste Bus, oder es ist ein super fixer LKW. Wir schauen mal im Fahrzeugdepot, was es ist. Also eine Tram ist es schon mal nicht. Wir suchen uns ein richtiges Fahrzeugdepot. Eins ohne Schienen. Wo hatten wir welche? In Beijing müsste was sein. Ja, hier. Hier, Dux. Dux ist... Aha! Cool! Das ist der erste Bus! Der erste Personenbus überhaupt. Der kann unsere Personendroschken ersetzen. 30 Stundenkilometer statt 20. 5 Leute dabei, Ladegeschwindigkeit genauso hoch, Emissionen natürlich höher. Cool. Sollen wir mal schauen, ob wir Droschken haben, die wir ersetzen? Ich weiß gar nicht, ob wir welche haben. Wir speichern erstmal ab. Habe ich gerade abgespeichert? Ich habe schon wieder vergessen. Nee, ich habe nicht abgespeichert. Und wir schauen mal,
im Fahrzeugmanager. Na, wir haben die ersten Fahrzeuge, die nicht mehr so fit sind. Wir schauen mal bei den Linien nach. Das sind Züge hier. Das ist alles ja Baustoff, Steinschlepper. Das ist keine Personen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt Personen mit Droschken transportieren. Ich glaube, wir haben anfangs nur Industrie. Das hier. Das könnte was sein. Oder haben wir hier Trams? Nee, das sind auch schon Trams. Haben wir überall nur Trams eingesetzt? Kann das sein? Hier sind keine Trams. Hier, jetzt nähern wir uns dem Thema. Schaut mal. Der Innenring B. Nee, der Außenring. Außenring A und das sind die hier. Die hier, hier. Aus, hier innen drin sind Trams, aber das hier sind Pferdekutschen. Da haben wir zwei Linien, den Taichung Außenring A und den Taichung Außenring B. Jetzt schauen wir erstmal, ob die Geld abwerfen. Oh lala, wer hätte denn das gedacht? Nein, nein, guck mal hier. Schaut euch das mal aus der Nähe an. Was seht ihr hier? Das sieht aus wie die Terrakotta-Armee. Nur halt nicht aus Lehm, sondern aus Fleisch und Blut. Was machen die Herrschaften da alle? Die warten drauf, dass eine dreispännige Kutsche vorbeikommt mit einer Kapazität von 3 Passagieren. Wahnsinn. Hier stehen 58 Leute. Das ist ein Flashmob, schreibt Trash Blob. Das ist doch, ja, nur Minub. Ich sehe hier auch Unterversorgung. Aber das ist doch. Und schaut mal, das Witzige ist, hier ist nur ein Männchensymbol drüber. Das heißt, die signalisieren, so groß ist die Nachfrage gar nicht. Und hier überall so viele. Guck mal hier. Hier sind 9. Hier stehen aber keine. Und sonst? Hier? Keine? Hier? Auf jeden Fall, hier müssen wir was machen. Ist das nur diese eine Haltestelle hier? Warum ist die denn so voll? Ah, ich weiß warum. Hier sind die vielen dicken gelben Gebäude. Aber um die Ecke. Ach, nein, jetzt kapiere ich das. Schaut mal. Hier ist ja nur ein Männchen zu sehen. Aber hier sind so viele Leute, dass das Männchen riesengroß ist. Das ist quasi schon 10er. Ein großer Mensch, mindestens 50, meint Nubi Noob. Echt? 50 Leute? Alles klar, ihr habt es gerade zeitgleich mit mir entdeckt. Das ist aber krass. So, was machen wir denn da? Können wir eine Tramlinie verlängern? Nee, die können wir nicht verlängern. Das sind nämlich Ringbahnen, die wir hier haben. Ach, wisst ihr, was wir machen können? Hier ist doch eine Haltestelle. Erklärt mir mal, warum diese Haltestelle kaum angefahren wird und die direkt gegenüber. Da stehen die. Also das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht. Die stehen an Katz. Das ist ein Steinwurf oder ein Katzensprung, sind die entfernt. Habt ihr da eine Erklärung für? Marcel, ganz schön unheimlich, ne? Wie die da stehen. Warum ist das so? Hier ist der Bahnhof. Das ist alles gelb. Das sind wahrscheinlich alles Arbeiter von gelb. Mal warum klettern die nicht hier rein? Warum bleiben die da oben stehen? Kann es am Ziel liegen, dass alle mit dem Außenring B, der Außenring B läuft? Schaut mal. Das ist der Außenring B hier. Der läuft hier lang. Das ist das hier. Das ist hellgrüne hier. Das ist eigentlich der durch die schwächer besiedelten Gebäude durchfährt. Bei der Personenanzahl sieht man, wo die Personen hinwollen, schreibt Foxnox. Die wollen in die Gegenrichtung. Nee, die wollen hier hin. Wir gucken mal. Also wir gehen hier drauf und auf. Terminals, Diagramme. Was meinte Foxnox bei der Personenanzahl? Ah, tatsächlich. Oh, nein, die wollen alle nach North Songzhou Road. Wo ist denn das? Kann man das anklicken? Nee, das ist im Tooltip. Wo ist denn die North Dingsbums? Wo könnte die denn sein? Kann man sich das... Dann kann man da draufklicken. 17. Haltestelle 17. Okay. Wo ist die Haltestelle 17?
Oh nein, Leute, verarscht mich nicht. Schaut euch das mal an. Das jetzt war echt sehr komisch. Das ist die Haltestelle hier unten. Das ist die Haltestelle hier, die ein paar, wenn die zu Fuß hier rüber gehen würden, wenn die in anderthalb Minuten da, die sind zu faul, die 90 Sekunden zu gehen, deshalb bleiben die da oben minutenlang, stundenlang stehen. Die wollen hier rein. Die wollen zu dieser Haltestelle. Die wollen alle fahren von dieser Haltestelle zu der hier. Von hier nach da. Ist das nicht schreiend komisch? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben ja, zur Erinnerung, wir haben die in zwei Richtungen fahren. Das heißt, wir haben ja außerdem noch eine zweite Linie, die umgekehrt führt. Aber die wollen alle von hier direkt hier unten hin. Schuhe waren damals teuer. Gentleman Blue weiß Bescheid. Die will man nicht leichtfertig abnutzen. Richtig faul, das Pack. Flucht Kardinal Stratzinger. Pfui. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können da nicht so eine extra Linie einrichten, die nur immer hier hin und her pendelt. Taxi. Wir nennen die Taxi. Oder wir nennen die Fußkrank. Senfte. Eine Linie Senfte. Eine Kutsche, die immer nur hin und runter pendelt. Im Ernst, was machen wir denn da? Das ist doch völlig obskur. Mir fällt keine Lösung. Die Station löschen. Brachiale Lösung von DC Rockt vorgeschlagen. Das ist total krass. Wie lösen wir das? Ich habe gerade keinen Einfall. Weil die blockieren ja alles. Die müssen ja nur runtergehen. Wie machen wir das denn? Die wollen umsteigen. Die wollen hier umsteigen in die andere. Ich habe da logisch keine Erklärung für. Die arbeiten ja nicht alle hier. Wie lösen wir das denn auf? Vielleicht solltest du in der Tat eine Haltestelle entfernen und beide über eine abfrühstücken. Dann fällt das Umwechseln komplett weg. Das könnte ich machen. Ich könnte hier abreißen und dann könnten wir sagen, die Linie hier, die fährt, die hier entlang fährt, die Außenlinie, die hält nicht hier, die hält einfach direkt hier. Das können wir machen. Es ist eine brachiale Lösung. Wir machen Folgendes. Nee, wir hatten schon abgespeichert, ne? Ja. Wir machen Folgendes. Wir reißen die tatsächlich ab. Mir fällt nichts anderes ein. Wir gehen rein. Vorher ändern wir das mit der Haltestelle, mit der Linienführung. Außenring B. Linie verwalten. Und das ist die Haltestelle 16. Die 16er entfernen wir. Und das machen wir auch in der Gegenrichtung. Das heißt hier, Außenring A. Da machen wir die Viererstation weg. Damit die auf keine dummen Gedanken kommen. Jetzt beobachten wir mal, was die Leute machen. Jetzt bin ich echt gespannt. Was machen die? Marschieren in Reih und Glied wie die Zinnsoldaten rüber zur nächsten Haltestelle. Wir kommen. 1, 2, 3, 4. Die gehen tatsächlich eine Haltestelle runter. Wohin gehen die? Was sagt denn Ikeda Akari jetzt? Nee, die gehen zu Fuß zu... Die wollen alle zum Bahnhof und die gehen jetzt zu Fuß zum Bahnhof. Die wollten alle zum Bahnhof. Und der Bahnhof ist direkt hier. Die gehen hier direkt... Das ist doch der Seiteneingang, ne? Nein, schaut euch das mal an. Die gehen hier in den Bahnhof rein. Das ist der Knaller, Picard. So, das habe ich ja noch nie gesehen. Die übliche Frage, Bug oder Feature? No sé, keine Ahnung. Krass, ne? Und die haben die ganze Zeit die Auslastung der Linie blockiert. Naja. So, das haben wir jetzt geklärt. Wir hatten einen LKW eben. Und sollen wir die letzten Droschken austauschen gegen den LKW? Wie alt sind die denn? Zustand normal, Zustand mittelmäßig. Ja, 19 Jahre alt. Wir verwalten die Fahrzeuge und tauschen die alle aus. 3 oder 4?
Drei Leute passen in die Droschke, in den LKW passen wie viele? Ich hab's vergessen. Wisst ihr das noch, wie viele in diesen ersten Bus reinpassten? Wisst ihr das noch auswendig? Wir gucken mal nach. Wir gehen mal auf ersetzen. Schau mal, wie viele der Dux. Hier passen 5 rein und hier passen auch 5. Ach, das ist schon eine frühere Droschke. Die alte wird schon gar nicht mehr angezeigt. Ja, sollen wir 4? Ach komm, wir kaufen die geringen Kosten. Wir kaufen 4. Und das machen wir auch bei dieser hier. Oh, hier sind sogar 5 Fahrzeuge aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht warum. Damit einer gelöscht. Jetzt sind wir die ersten LKWs. Wo sind sie? Wollen wir auch mal aus der Nähe sehen. Schaut mal, so sehen sie aus. Wir gehen mal ganz dicht dran. Nein, guck mal, wie süß. Das ist ja echt witzig. Schaut euch das mal an. Die sahen wohl wirklich so aus. Haben die Entwickler sicher nicht ausgedacht. Ist das nicht süß? Der Fahrer hat kein Dach über dem Kopf. Und angeschnallt ist der junge Mann auch nicht. So kann man aussteigen durch die Hintertür. Wie findet ihr die? Sieht eher wie ein LKW aus, ne? Meint Nubinub. Langsam wird die Spielwelt immer voller, ne? Wir haben immer mehr Linien, die sind miteinander vernetzt. Immer wenn wir irgendwo langfahren, sehen wir im Hintergrund schon andere Linien, andere Fahrzeuge, andere Fahrzeugtypen. Schon krass. Das läuft, das funktioniert. Lass uns mal bei den anderen im Fahrzeugmanager gucken, ob wir noch andere Fahrzeuge haben, denen es nicht gut geht. Hier. Ach, das sind diese alten Loks. Die können wir auch mal austauschen. Das sind die Loks, die sind im schlechten Zustand. 41 Jahre alt! Unfassbar! 35, 39, 41 und die fahren auf dieser Fünferbahn. Ach so, ach, das ist ja richtig romantisch, jetzt ganz im Ernst. Das sind die allerersten, das sind die, die wir uns vom Munde abgespart haben. Das war beim ersten oder zweiten Stream, vom Munde abgespart hatten, als wir noch ganz im Minus waren, als wir nicht einfach irgendwas kaufen konnten. Da mussten wir uns diese ersten langen Züge ersparen. Da mussten wir länger fahren, bis wir das Geld dafür hatten, bis wir so viel Geld hatten, dass wir Schulden aufnehmen konnten. Klingt verrückt, aber wir hatten ja ein Limit von 10 Millionen Schulden. Und wir hatten irgendwie 10 Millionen Schulden und dann mussten wir so viel sparen, dass wir nur noch 7 Millionen Schulden hatten oder 6,5 und dann konnten wir uns einen solchen Zug kaufen. Das waren noch Zeiten. Da ging es uns noch nicht so gut. Kardinal Stratzinger schreibt zu Recht, das ist das Standbein der Firma gewesen. Und das sind die ersten drei. Steinschlepper, Kieselschieber und Flotter Schotter. Und mit denen fing alles an. Das ist die Grundlage unseres Wohlstands, war mit denen erwirtschaftet. Kein Gag. Sollen wir die mal austauschen? Gegen was Besseres, wo sind sie denn? Lass uns aber erstmal bei der Strecke checken, ob alles abtransportiert wird. Oder ob es hier Problemchen gibt. Ja. Schaut mal hier. Überlastet hier. Es wird... Wow.
Es wird gerade mal die Hälfte abtransportiert. Das ist aber krass. Das darf nicht passieren. Das ist echt krass. Und oben die Baustofffabrik, wo das alles hingebracht wird, wie geht es der? Nein. Die Baustoffe in der Taichung werden auch nicht abtransportiert. Da haben wir aber noch was zu machen jetzt. Da kümmern wir uns sofort drum. Schritt Nummer 1 ist, wie gut ist die ausgelastet? Hier wird immerhin alles abtransportiert, aber es könnte mehr produziert werden, wenn mehr Steine hier hinkämen. Da müssen wir dringend was machen. Das heißt, wir speichern einmal ab und gucken, dass wir leistungsfähigere Loks haben, die das alles leisten. Wir speichern einmal ab erstmal. Längere Züge, stärkere, das sind ganz frühe Lokomotiven gewesen. Mal schauen, was wir haben. Damit vor 41 Jahren. Krass. Das war die erste richtig gute Lok, die uns ganz viel Geld einbrachte. Die müsste eigentlich in ein Museum kommen, oder? Bräuchten wir nicht ein Museum? Sowas wie große Errungenschaften unseres Unternehmens oder wir erinnern uns an die gute alte Zeit, als wir noch arm waren. Oder irgendwas in der Art. Aus dem Großprojekt wird heute nichts mehr. Wir machen noch ein paar. Wir haben jetzt 20 vor 11. Wir fahren noch ein bisschen gemütlich in der Gegend rum, wir schalten alle runter, wir tauschen noch ein paar alte Fahrzeuge aus und nächsten Sonntagmorgen starten wir ein neues Großprojekt, weil die Großprojekte brauchen 2-3 Stunden. Also, ja, mit 20 vor 11, das kann man irgendwie knicken. Aber wir haben noch genug Sachen zu tun, vor allem fahren wir noch in der Gegend rum und das ist das Schönste. Wir tauschen die um, wir gehen mal in Fahrzeugverwalten rein. Was haben die denn im Augenblick für Loks hier? Den Russian Class GV, okay. Das ist der, ach, der ist steinalt, schaut mal, den hatten wir hier. Dann tauschen wir den aus. Der hier. Gegen den hier. Das ist die Frage. Also das ist der alte, der schaffte nur 55 Stundenkilometer Spitze. Und zur Erinnerung, es geht hier um Strecken, die sehr lang sind und wo man in der Regel nicht stoppen muss. Ist relativ flach, man hat eine kleine Stelle, wo man in so einen Tunnel reinfährt, aber die Strecke ist im Prinzip einfach riesenlang. Es kommt nicht darauf an, wie schnell man beschleunigt, nur dass man eine Höchstgeschwindigkeit bekommt und die hält man dann stur. Das heißt, wir brauchen eine Lokomotive. Die Leistung ist gar nicht so wichtig. Leistung ist wichtig für die Beschleunigung. Und die Zugkraft ist wichtig für Steigung. Beides ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist die Höchstgeschwindigkeit. Darauf kommt es an. Diese beiden Werte sind beide gar nicht so wichtig. Es kommt eigentlich auf die Höchstgeschwindigkeit an. Und die höchste Höchstgeschwindigkeit hat die Russian Class PV. Haben wir die nicht im Augenblick drin? Die haben wir im Augenblick drin schon. Das ist die beste Lok. Und die Fairlie, die fährt nur 45 und die fährt 60. Wir vergleichen mal die anderen Werte. Klar, die beschleunigt schneller hier. Die Zugkraft ist für Steigung wichtig, die ist egal. Wir könnten höchstens sagen, die Beschleunigung zu Beginn. Cool hat irgendwie 40% mehr Leistung, aber das ist so eine gigantische Strecke. Entscheidender, wie die Waggons, wie schnell sind die? Gute Frage von Color. Im Augenblick haben wir welche Waggons? Ist egal, wir gucken mal. Nee, wir gucken, das ist nicht egal. Was haben wir denn für Waggons hier? Wie kann ich mir die Waggons denn hier anzeigen lassen? Die Lok, da gibt es einen Tooltip. Aber den Waggons glaube ich nicht. Bei den Waggons gibt es keinen Tooltip. Das geht wahrscheinlich nur über... Wir sind ja schon bei Fahrzeugverwalten. Ändern. Darüber geht's. Ändern. Und jetzt können wir die sehen. Jetzt klappt's. Jetzt müsste es doch eigentlich einen Tooltip geben. Tooltip, bitte kommen. Wo ist dein Tooltip? Kein Tooltip für die Waggons.
Das gibt's ja gar nicht. Da müssen wir die aufgrund der Icons erkennen. Also, Cargo, gibt's solche? Das scheinen die ja zu sein. Offene Güterwagen. Hier, für die Steine. 50 Stundenkilometer. Das sind die uralten. Das sind die neuen. Die schaffen 80 Stundenkilometer. Okay. Die neuen schaffen 80 für Steine. Da sollten wir die auch austauschen. Und die halten, die haben eine Kapazität von 12 und die von 7. Das hilft immens. Haben ein Gewicht von 10 Tonnen und die von 20. Und sind genauso lang. Also allein schon der Austausch der Güterwagen bringt von der Transportmenge hier etwa 80% mehr über den Daumen oder 85. 80 Stundenkilometer. Also wir gehen rein in ...84er Kapazität hier. Wir gehen rein in Ersetzen. Wir brauchen sowieso neue Loks, weil die alten so alt sind. Die machen es ja nicht mehr. Jetzt ist die Frage. 64er oder 60er. Höchstgeschwindigkeit ist langsamer. Aber wenn die doch mal irgendwo stehen bleiben, dann können wir hiermit schneller wieder beschleunigen. Der Unterschied sind eigentlich nur 4 Stundenkilometer. Dann würde ich sagen, wir nehmen die 60er, auch wenn die einen Ticken langsamer sind, weil wenn wir doch irgendwo halten müssen, weil die hintereinander stehen, weil wenn irgendwas mal passiert, damit können wir wieder schnell anfangen. Sollen wir das machen? Ich denke ja, machen wir. Wie teuer ist der Unterhalt pro Jahr? 181.266, das ist ein Unterschied, aber die bringen ohnehin Profit ohne Ende. Komm, lass uns die nehmen. Ladekapazität bei den Lokomotiven ist sogar... Ach, ihr seid nur einen drunter. Einen Zug ersetzen, dann klonen. Können wir machen, Kalle Camping, aber auf der Strecke haben wir mit dem Klonen ganz miese Erfahrung gemacht. Das mache ich nicht. Also wir holen uns den hier und holen uns dann bei den Waggons, bei den offenen Güterwaggons, deren 88 haben die anderen gefasst. Schaut mal bitte hier unten. Höchstgeschwindigkeit ist okay. 89 Sekunden für 60 Stundenkilometer. 98 Sekunden jetzt nur noch. Dann ist man auf 60. Ich mache einen weg. 89, ja, der Unterschied ist nicht so groß. Sollen die richtig? Wir können natürlich auch zwei Waggons nehmen, aber das ist nur für die Beschleunigung. Ich denke, jetzt sind wir bei 107, das ist okay. Wir machen den richtig lang mit 132. Und so machen wir das jetzt. Alles klar? Also wir haben jetzt, wie viele davon, wie viele Fahrzeuge, wie viele Waggons waren das jetzt hier? Bis zu 109 Meter. Alles klar, die nehmen wir so. Alles klar? Seid ihr zufrieden, einverstanden, gut? Le Command schreibt, vergesst nicht, mit den Hunden rauszugehen, sofern ihr welche habt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das ein spielbezogener Kommentar war, möglicherweise nicht. Ich habe die falschen Waggons, oh komm, macht mich nicht fertig. Ich habe die hier unten genommen, jetzt kann ich die alle wieder wegmachen. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus, gehen wieder rein. Dampf, Lok, Cargo. Hier die offenen Güterwagen. 105. 132er Kapazität. 132, das ist krass. 7,2 Miller. Alles Millionen. Alles klar? Ich denke schon. Die letzten drei Waggons sind falsch. Jetzt nicht. Das ist ein früherer Kommentar, ne? Ja, die kleinen Kreuzer, das dauert ewig, bis man die zurückgeht. Ich mach's lieber neu. So kaufen wir die jetzt. Und das machen wir jetzt bei allen. Bei allen, die alt sind. Bei mir aber nicht. Also, Linie... Bei dem machen wir das noch, bei dem Kieselschieber. Stundenkilometer.
Der braucht eine Weile, bis er beschleunigt. Aber der ist auch gerade erst gestartet. Der ist hier losgefahren. So, jetzt suchen wir uns die anderen von der Linie noch. Der älteste ist der hier. Der Kieselschieber, der gilt immer noch. Den haben wir doch gerade. Der gilt immer noch als 39 Jahre alt. Wo wir die Lok ausgetauscht haben. Tatsächlich. Das ist, ach, das läuft nach dem Alter der ersten Lok, die man da benutzt hat. Das wusste ich ja gar nicht. Bug oder Feature? Ich glaube, das ist ein Cache-Fehler, ein Fehler im Speicher oder so. Also das kann doch kein Feature sein. Flotter Schotter. Ein bisschen durcheinander. Nur mal Zustand schlecht. Kieselschieber. Oder ich habe mich gerade vertan, ne? Das ist der mit den 0 Monaten. Ich hatte mich vertan. Ich nehme alles zurück. Hier ist der Steinschlepper. Vergesst es bitte. Schiebt das bitte gerne auf die Uhrzeit, dass wir 10 vor 11 haben. Okay? Also, wir gehen hier hin. 39 Jahre. Schnappen wir uns den Kollegen hier. Wir können auch beide auf einmal ausnehmen. Also Kieselschieber und Flotter Schotter. Das sind die beiden Alten. Die neue Lok und den offenen Güterwagen. Und wie viel hatten wir nochmal? Wie viel Kapazität? 132, ne? Genau, 132. Was uns sogar fragen könnten, wäre, ob, weil es kann sein, die fahren jetzt ja ein bisschen aus dem Takt raus, ob wir die anderen auch verändern. Vorher war eine Umfrage von Marcel für euch. Marcel, worum geht's? Genau, welche Ersatzteile braucht ihr? Neue Knie wären toll. Zweitens, oh, mein Rücken. Drittens, ich sehe nichts mehr. Viertens, bei mir ist alles kaputt. Oder fünftens, ich brauche nichts, ich bin topfit. Ich stimme für 1, 2, 3 und 4. Gut. Sollen die anderen Fahrzeuge auch noch austauschen? Weil die fahren sonst, im Augenblick fahren die alle gleich schnell und dadurch haben die auch alle gleich immer denselben Abstand zueinander. Und so verändert sich der Takt und die rücken vielleicht dichter nebeneinander. Wenn die unterschiedlich schnell unterwegs sind, das kann eher dazu führen, dass die mal stehen bleiben auf der Strecke. Weil der vor ihnen zu dicht rankommt. Denke ich mal. Und dann nutzt der Geschwindigkeitsbonus der neuen von bestimmten Loks gar nicht oder von bestimmten Zügen, weil die Bahn vor einen ausbremst. Wir machen das. Ich habe mich selber schon überzeugt. Fun Mike schreibt auch, modernisieren. Hauptsache ihr modernisiert mich nicht. Ich möchte gerne so bleiben, wie ich bin. Kiesbringer, Kieselrieser und Rolling Stones. Die drei. Das sind die alten Loks. Ne? Ihr wisst, ich habe euch eben nochmal dran erinnert, wie wir 1-2 Jahre oder so gebraucht haben, bis wir uns einen so einen Zug leisten könnten. Und jetzt suchen wir uns da drei raus aus der Statistik, klicken die alle mal kurz an, gehen auf Fahrzeug ersetzen und geben 3x7 Millionen aus. Krass. Aber wir merken es auch im Kontostand. Wir hatten eben ein Achievement dafür, dass wir über 100 Millionen angesammelt haben. Jetzt sind es auf einen Schlag nur 85 Millionen. Und gleich sind es nochmal 20 oder 21, 22 Millionen weniger. Also man merkte schon. Dampf. Hier die. Cargo. Gedeckte Güterwagen. Nein. Offene Güterwagen. Das ist es hier. Und warum wird der Preis teurer? Ersetzen für? Da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Da komme ich, das kapiere ich nicht. Die werden jetzt so gekauft, die drei. Weil der Preis sinkt der Fahrzeuge, die wir im Augenblick besitzen, weil die ja ständig an Wert verlieren. Wenn wir die gegen neue Fahrzeuge ersetzen,
wird die Differenz immer größer. Das ist ja hier bis auf den letzten Dollar umgesetzt im Spiel. Respekt, hätte ich nicht gedacht. Cool. Konkurrenz gibt es ja nicht im Spiel, Le Command. Das ist anders hier wie zum Beispiel bei Railway Empire, was ich ja auch oft zeige. Da hat man KI-Konkurrenten, wenn man will. Wir spielen immer ohne, weil ich so ein Gemütlichkeitsfanatiker bin. Aber bei dem Spiel kein Multiplayer, keine KI-Konkurrenten. Das eine Spiel ist so, das andere ist anders. Das könnt ihr gerne auf die Kalendersprüche, Glückskeks-Sprüche des Jahres draufstellen. Flotter Schotter ist unterwegs. Auf dieser schnurgeraden, kahlen Strecke. Und wir holen uns noch ein Autosave. Und wir schauen mal, werfen mal einen Blick rein. Tante Mimi. Und wir werfen mal einen Blick rein in die anderen Fahrzeuge, die wir haben. Wir haben noch mehr, denen es nicht wirklich gut geht. Das hier, was sind denn das für Fahrzeuge hier? Linie 14 bei... Ah, das sind das auch Pferdekutschen hier? Nee, Industrie. 22 Jahre alt. Linie 14 und 15. Lassen Sie erstmal hier die beiden hier austauschen. Schaut mal hier. Die alten Züge. Zug 3 und 1, Linie 3 Steine. Sollen wir uns die mal anschauen? Ah, genau. Das ist die Strecke hier. Und hier fahren zwei. Die pendeln immer hin und her von dem Steinbruch hier rüber zur Baumaterialfabrik und zurück. Und die kann man beide auch austauschen. Die sind wie alt? 34, 46 Jahre. Was bleibt denn hier liegen im Steinbruch? Nichts. Also hier läuft alles gut. Wie voll sind die? Ich glaube, die werden komplett voll gemacht. Nicht ganz voll. Das ist sehr interessant. Und der hier? Klar, der ist leer. Und hier in Wuhan, in der Fabrik, Abtransport. Es wird nicht alles abtransportiert. Das heißt, hier bleibt was liegen. Oh, hier müssen wir dran. Hier bleiben zu viele Baustoffe liegen. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Erstmal werfen wir einen Blick hier rauf auf die Baumaterialfabrik. Wird hier das Bedürfnis der Menschen nach Baumaterialien komplett gedeckt? Fast komplett, zu 90%. Also wenn der hier nicht ganz voll ist, dann müssen wir auf gar keinen Fall. Zwei brauchen wir, sonst blieb da links was liegen, aber wir müssen den nicht komplett, wir müssen nicht nochmal, wie viel passen hier? 42? Also mehr als 42 muss da nicht rein. Wir ersetzen mal beide. Aber wo hingegen? Also, wir nehmen wieder die Loks. Hier brauchen wir Loks, die schnell beschleunigen. Das ist eine ganz kurze Strecke. Dann brauchen wir hier. Auf jeden Fall die hier unten, weil der Leistungswert ist für die Beschleunigung zuständig. Die Russian Class, die brauchen wir. Schnelle Beschleunigung bringt mehr Geld. Also, auf der kurzen Strecke. Das ist klar. Dann brauchen wir noch von... Dann brauchen wir ebenfalls wieder... Diese Waggons, diese offenen Güterwaggons für den Transport von Steinen. Kapazität 36, 48, das reicht locker. Wir können sogar sagen, einer weniger, 36. Wir nehmen mal zwei, der eine ist egal. Die alten schaffen 50. Die neuen schaffen 80, wir kommen wahrscheinlich gar nicht auf das. Wir nehmen die hier unten, die 4. Und die Beschleunigung ist auf die Höchstgeschwindigkeit in 48 Sekunden. Und wenn wir eins wegnehmen, ist die Beschleunigung in 40 Sekunden. Das ist kein Unterschied. Also keine relevanter. Dann nehmen wir die 4 und das Fahrzeug, ersetzen die alle für knapp 7 Millionen und auf geht's. Ist nicht ganz voll. Wir hätten vielleicht einen Waggon sogar weglassen können, aber
das ist jetzt für die Zukunft nicht so relevant. Was wir uns aber überlegen müssen hier oben, hier wird nicht alles abtransportiert und das geht gar nicht. Das ist schon sehr krass. Ich würde vorschlagen, wir ersetzen die alle hier. Wie alt sind diese Straßenfahrzeuge? Straßenfahrzeug 118. In welchem Zustand bist du? Im Normal. Unterhalt normal, Zustand mittelmäßig. Und das sind Pferdekutschen, die wie viel mitnehmen können? Wo steht das? Kapazität 5. Ein dicker Prophet. Also dick nicht, aber sehr ordentlich. Die wollen wir alle ersetzen. Falls wir Fahrzeuge finden, die wirklich deutlich besser sind. Cargo. First Truck. Eine LKW. 20 Stundenkilometer, aber die vorher hatten auch nur 20. Das waren diese Pferdewagen. Aber der Unterschied ist, die nehmen 6 mit statt 5. Das ist auch egal. Leistung ist höher, das heißt, die beschleunigen schneller. Das ist vollkommen egal. Das lassen wir so weiter, wie es ist. Was wir machen können, ist, dass wir einen, die sind ja auch genauso schnell. Wir ersetzen die nicht, aber wir fügen welche hinzu. Wir fügen 2 hinzu von denen. Ich lasse mal weiterlaufen. Das ist die Strecke hier, Linie 05. Das heißt, wir kaufen so einen. Sagen dem, fahr mal mit, bitte. Der fährt jetzt die Strecke auch lang. Ach, den kennen wir noch gar nicht. Den haben wir noch nie gesehen, ne? Schaut mal, so sieht der LKW. Das ist ja krass. Schaut mal. Das ist der erste LKW im Spiel. Nein. Der hat Metallreifen ohne Gummierung. Hinten eine offene Ladefläche, ein Bretterverschlag, den man runterklappen kann. Sieht ja echt jeck aus. Eine hölzerne Bank vorne, aber ein Dach über dem Fahrer. Krass, ne? Also die sind genauso schnell wie die Pferdefahrzeuge. Holter die Polter. Holper die Polter. Marcel. Tatsächlich. So, wir packen noch einen weiteren rein von denen. Und nehmen da... Genau, wann kommt der nächste? Dass mal gar keiner gute Gelegenheit. Kaufen wir sofort ein. Fahren hier einmal quer durch die Stadt mit dem Kollegen. Da hinten kommt eine Pferdekutsche. Alles gut, wir haben alles richtig gemacht. So, dann werden wir den hier beobachten, wie er hier lang fährt. Sage ich, dass das der heutige Stream war. Der heutige lange Sonntag. Wir streamen, wir machen nur eine schöne Fahrt, dass er in Ruhe rauskommt, aber die Aufzeichnung auf YouTube, damit höre ich auf, denn wir haben jetzt 11 Uhr und wir streamen seit 11 Stunden und ich denke, mir tut es ganz gut, ein bisschen ausgeschlafen morgen in den Tag morgen reinzugehen und von euch verschwinden auch immer mehr. Nächster langer Sonntag, in einer Woche wieder ab 12, Transport Viva 2.